Artikelnummer SCP-1208. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-1208 muss im gesicherten Lagerraum von Standort 19 verwahrt werden. Forscher, die Experimente mit SCP-1208 an Menschen oder Tieren durchführen wollen, müssen dem leitenden Wissenschaftler eine detaillierte Versuchsplanung zur Genehmigung vorlegen. Beschreibung: Bei SCP-1208 handelt es sich um ein Waffeleisen für belgische Waffeln, das in jeder Hinsicht mit einem Gerät der Conair Corporation aus dem Jahr 2003 identisch ist. Außer, dass ein Netzkabel mit einem NEMA 1430 Stecker und nicht wie sonst üblich mit dem geerdeten NEMA 520 Stecker ausgestattet ist. Bei Anschluss an eine kompatible 240 Volt Steckdose erwärmen sich die PTFE beschichteten Gusseisenplatten schnell auf eine Oberflächentemperatur von 215 Grad Celsius, was durch das Aufleuchten der grünen Kontrollleuchte auf der Vorderseite des Gerätes gekennzeichnet ist. Zu diesem Zeitpunkt lässt sich SCP-1208 verwenden, um mit handelsüblichem Teig Waffeln zu erzeugen, ohne dabei eine anormale Wirkung zu entfalten. Das anormale Verhalten von SCP-1208 zeigt sich, nachdem die Betriebstemperatur erreicht wurde und anstelle von Teig sonstige feste Stoffe zwischen den Heizplatten platziert und der Deckel geschlossen wird. Der Deckel kann durch Ausübung eines Drehmoments von etwa 1,3 Newtonmeter am Griff des Geräts erfolgreich geschlossen werden, völlig unabhängig vom verwendeten Material, das darin platziert wurde. Material, das die voluminöse Begrenzung der Kochfläche von 1400 Kubikzentimetern überschreitet, wird an die Außenkanten des Gerätes verdrängt. Zu diesem Zeitpunkt läutet die rote Signallampe an der Vorderseite des Gerätes auf und das Gerät kann erst nach 3 Minuten wieder geöffnet werden. Kräfte von bis zu 106 Newton haben sich erst nicht ausreichend erwiesen, den Deckel des Waffeleisens in dieser Phase zu öffnen. Während dieser Zeit wird eine hohe Menge Dampf zwischen den beiden Platten freigesetzt. Nach 3 Minuten erlischt die rote Kontrollleuchte und der Deckel lässt sich nur mit minimalem Kraftaufwand öffnen. Beide Kochplatten sind auf etwa 15 Grad Celsius abgekühlt und es befindet sich nun eine Art Waffel, die aus dem Material, welches zuvor eingebracht wurde, besteht, im Eisen. Die durch dieses Prozess hervorgerufene Verformung ist rein topologisch. Alle im Ausgangsmaterial vorhandenen Unterstrukturen bleiben intakt, sind aber verformt. Unvollständige Bestandteile von pflanzlichen oder tierischen Gewebe bleiben für kurze Zeit am Leben und erliegen in der Regel innerhalb von 60 Minuten einer Nekrose aufgrund mangelnder Flüssigkeitszirkulation. Tiere, die klein genug sind, um vollständig in das Volumen der Kochfläche zu passen, sind in der Lage, etwas länger zu überleben. Beschwerden mit der Atmung und der Nahrungsaufnahme aufgrund ihres neuen Körperplans erweisen sich jedoch innerhalb von 1 bis 3 Tagen als tödlich.